Wieso werden alle Toten in The Walking Dead zu Zombies? Willkommen auf dem Channel des Syndikats. Ich bin Kumagawa und hier ist unser Short-Video zu dem Zombie-Virus in The Walking Dead. In einem Short nehmen wir eine Frage aus den Kommentaren und machen daraus ein kurzes Video. In Zukunft versuchen wir, diese Shorts unter 2 Minuten zu halten. Also fangen wir an. In fast allen Filmen und Serien funktioniert es so, dass man gebissen oder gekratzt werden muss, um von einem Zombie infiziert zu werden. Es muss irgendeine Form von Körperflüssigkeiten in die Wunde eindringen. Wie kommt es also, dass ausgerechnet in der weltweit beliebtesten Zombie-Serie The Walking Dead wirklich jeder nach seinem Tod zu einem Zombie wird, auch wenn die Personen an einer Krankheit sterben oder wenn sie von anderen Menschen umgebracht werden? Die Antwort darauf liefert die 6. Folge der 1. Staffel. Rick und seine Leute kommen in ein Forschungslabor, in dem der letzte Überlebende, Dr. Edwin Jenner, Rick und seinen Leuten erklärt, dass der Virus sich bereits weltweit über die Luft verbreitet hat, was heißt, dass leider alle infiziert sind und sie nach ihrem Tod in Zombies verwandelt werden, ob sie gebissen werden oder nicht. Ein Biss würde diesen Vorgang nur beschleunigen, da die Gebissenen ein hohes Fieber bekommen und daran oder an dem Blutverlust sterben. Sollte man jedoch, sagen wir mal, in den Arm gebissen werden, kann man diesen amputieren, um nicht an den direkten Folgen des Bisses zu sterben. Die Zombies oder Beißer oder Walker können wie die meisten Zombies ausgeschaltet werden, indem man ihr Gehirn zerstört. Woher das Virus in The Walking Dead kommt, wird in der Serie nur angedeutet. Scheinbar kommt es dort aus einem Labor in Frankreich. In den Comics hingegen kommt der Virus aus dem Weltall. Das hat der Erfinder Robert Kirkman getwittert. Cool. Wie findet ihr The Walking Dead? Schreibt es in die Comments. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.